Hallo Leute, liebe Zuschauer. Ich habe keinen Grund zu fluchen oder zu schimpfen, also wird es für euch ein langweiliges Video. Ich schmeiße auch nichts durch die Gegend, obwohl einiges vielleicht passen könnte. Zumindest das hier, das könnte ich durch die Gegend schmeißen. Abgenutzte Kohlebürste. Fakt ist, diesen tollen Sauger VCU40 von Hilti habe ich 17, bald 18 Jahre gut genutzt. 2004 habe ich ihn gekauft. Und der hat seinen Dienst getan, in der Zeit, für das Geld. Wohlgemerkt, heutzutage, gleiche Sauger, beziehungsweise in der M-Variante, gibt es für 1100 Euro in etwa. Dieser hier, der stand schon im Verkaufsraum vom Hilti Store 2004 und da gab es schon diese Klassifizierung ganz neu, denke ich zumindest, denn die war mir damals zum Kauf, als ich diesen gekauft habe, noch nicht bewusst. Also die L, M und H Klassifizierung und dieser durch die Volumenstrom, Luftvolumenstromabschaltung, also bei verstopftem Filter, hat er meiner Meinung nach auch die Klassifizierung M Intus. Auch wenn er nicht damit ausgeschrieben ist. Fakt ist, nach 17, 18 Jahren bald sind die Kohlebürste runter und da habe ich mir neue bestellt. Und die kommen jetzt drauf. Vorher ziehe ich mir noch mal die Handschuhe an, weil dieser ist ziemlich staubig. Das sind die neuen Kohlebürsten und ein Vergleich, man kann erkennen, dass die mehr oder weniger baugleich sind. Hier ist jetzt diese Stanzung unterschiedlich, aber die Länge stimmt, die Maße stimmen und das wird nachher auch runtergeknickt, damit der Flachstecker nicht im Weg ist. Und dieser kleine Mechanismus hat das Ganze ausgeschaltet, den ganzen Sauger. Durch die Freisetzung dieses wurde die Kohlebürste nach hinten geschoben. Denn hier steckt auch noch eine kleine Feder drin. Eine Feder wahrscheinlich mit einem nicht leitenden Etwas da drüber. Okay. Das Ganze wird jetzt hier eingefügt. Dazu presse ich das ein bisschen rein. Ich denke, man kann das sehen, wie ich das mache. Die Frage ist jetzt nur, wie tief ich das reindrücken muss. Ah, geht das schwer? Oder muss noch ein bisschen mehr? Das ging leichter. Und so weit rein. Ja. Probiere ich mal die andere Seite. Sollte noch tiefer reingehen als das.
So, das ist jetzt drinnen, soweit erkennbar. Und das Ganze habe ich geschafft mit ein bisschen Kraft. So. Das ist soweit drin. Die Arretierung ist schon hier angekommen und somit nicht so schnell lösbar. Ich denke, dass die da gepackt hat. Diese eine Feder. Diese eine Feder oder diese Zunge, die verhindert das Rausrutschen. Flachstecker dran. Der passt insoweit sehr gut. Runterdrücke wie auch vorher. So. Okay, der Rest kann jetzt zusammengefügt werden. Das sieht symmetrisch aus, also packe ich das einfach mal drauf. Kein Kabel darf gequetscht werden und das ist in diesem Fall okay so. Nachdem ich jetzt die Kohlebürsten integriert habe und darauf geachtet habe, dass kein Kabel gequetscht wurde und alles perfekt sitzt, folgt jetzt diese Manschette, diese Gummimanschette und diese Kunststoffteil. Dafür packe ich erstmal diese Staubabdichtung hier dran. Und dann sollte das so irgendwie da Platz finden. Jetzt gilt wieder, dass wir das sauber andocken. Und ich glaube, ich könnte schon den Deckel draufpacken, oder? Als nächstes folgt die Abdeckung drauf, jedoch nicht bevor wir die Klappen, den Schließmechanismus hierfür einfügen. So, das eine hier und das andere dahin. Okay. Das scheint alles okay zu sein. So. Der Griff. Da wird jetzt wieder lange, ziemlich lange rumgeschraubt, bis das alles fest ist. Prüfe aber nochmal, ob das hier tatsächlich drin steckt. Ja, es steckt da drin. Eins der kniffligen Aufgaben ist diese unter Staub verschwundenen Imbusschrauben zu finden.
Okay. Jetzt gilt es, diese Schrauben hier zu sichern, festzuschrauben. Hier steckt schon eine. Und ich versuche mal eine Kleinigkeit zu erläutern. Solche Kunststoffschrauben mögen nicht, wenn man direkt im Uhrzeigersinn sie reindreht, beziehungsweise die würden dann möglicherweise neue Gewindefassung da reinschneiden. Das heißt, ich drehe den erstmal gegen Uhrzeigersinn. Moment. Jetzt. Man hat es kaum gehört, ich mache es nochmal. Jetzt ist er runtergerutscht und somit ist er dann in dem richtigen Gewinde drin. In dem alten Gewinde. Nochmal hier beim nächsten Schräublein. Ich schraube jetzt nach links und habe schon das Gewinde drin. So, hier auch nochmal. Einmal nach links. Und dann nach rechts. Als nächstes wird dieser Schutz hier aufgeschraubt. Ja. Gummidichtung für die Filterabdichtung. Hier müssen die auch richtig, diese Dichtungen noch mit dieser Nase, mit diesen drei Nasen da eingefügt werden. Dann haben wir wieder die Möglichkeit, vier Schrauben dran zu tun. Dann haben wir noch insgesamt drei Schrauben, die platziert werden müssen. Hier rein. Na komm schon. Ja, irgendwas fehlte ja noch und das war das hier. Genau.
das wird nur reingesteckt. Okay, passt. Sicherlich wollt ihr auch mal dieses Geklapper hier sehen, oder? Also dann probiere ich es mal aus. Insoweit ist alles fest. Auch die Steckdosen und alles sind fest. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich den gleich einschalte. Eine Staubwolke wird erstmal entstehen. Ich glaube, diese Klappe funktioniert nur dann, wenn das geschlossene System ist. Aber er läuft. Er läuft. Yeah. So. Drauf. Fertig zusammengesetzt ist der Motorkopf und alles hier und dementsprechend andocken und nochmal starten. Also, liebe Leute, auf den nächsten 17 bis 18 Jahre. Und hier noch ein Hinweis. Auch wenn die ganze Elektroarbeit nur im Aus- und Einstecken der Flachstecker war, so sollte doch jemand sowas machen, der Ahnung hat. Es kann immer was schief gehen, sei es man quetscht irgendwelche Kabelchen oder weiß der Kuckuck was. Dennoch, seid schlau und bleibt neugierig. Und der Sauger hier war mir zu schade für den Schrott. Hilti hätte auch noch einen Obolus verdienen können, aber keine Reparaturannahme, weil zu alt. Und keine Ersatzteile. Selbst eine Explosionszeichnung als PDF-Datei gab es wohl nicht mehr. Warum auch immer. Schade drum. Daher überlege ich mir auch, ob ich meinen WFO von Hilton 280er, den riesigen, brummigen Schwingschleifer, abgeben werde. Irgendwann mal gibt es auch dafür keine Ersatzteile. Keine Ahnung, was ich machen soll. Aber ab in die Werkstatt. Danke fürs Zuschauen.